Hallo, mein Name ist Tina Sauerländer und ich bin Kuratorin für digitale Kunst, Dozentin für digitale Kunstgeschichte, Mitbegründerin der internationalen Ausstellungsplattform Peer to Space und der Online-Recherchedatenbank Gradients VR für VR-Experiences in der bildenden Kunst. Für mich ist das Metaverse eine großartige Utopie, eine virtuelle und interaktive digitale Welt, die mit Hilfe von VR-Headsets zugänglich ist und der wir miteinander interagieren können. Und ja, wie die physische Welt besteht sie auch aus verschiedenen Räumen oder Orten, die miteinander vernetzt und kompatibel sind. Und ja, ich denke, einige Elemente übernehmen wir aus der physischen Welt, wie schon jetzt natürlich, zum Beispiel Kleidung für Avatare. Aber ich wünsche mir eigentlich, dass wir neue Dinge erfinden, die zur digitalen Natur passen, statt alles Bekannte aus der physischen Welt ins Metaverse zu übertragen. Vielleicht eben auch Strukturen, die weniger kapitalistisch sind, dafür aber sozial gerechter und nachhaltiger. Ein großes Problem ist die Kompatibilität, also der Austausch zwischen diesen verschiedenen Räumen. Das ist eine der größten Herausforderungen auch für das Entstehen des Metaverse an sich. Ja, was bedeutet das konkret? Als Beispiel dafür möchte ich die Radiance VR-App vorstellen, eine App für Oculus Quest bzw. Meta Quest Headsets, mit der man sich schon jetzt viele verschiedene VR-Kunstwerke anschauen kann. Also es ist an sich schon mal gut, dass es einen Ort gibt, einen Ort für VR-Kunst, aber es ist so, dass die App, die wir entwickelt haben, nur für ein Headset funktioniert, eben Meta Quest Headsets. Und um sie für andere Headsets kompatibel zu machen, müssten wir eine komplett neue App entwickeln. Und unsere App ist zwar für 360-Grad-Videos gemacht, aber noch nicht für interaktive Kunstwerke und die App ist auch noch nicht social. Und ja, um diese Ziele zu erreichen, steht uns noch ein längerer Weg bevor, weil es dafür noch keine wirklich guten Lösungen gibt, um diese Herausforderungen zu meistern. Also es wird noch einige Jahre dauern, bis wir diese Idee des Metaverse uns dieser Idee weiter annähern können. Ja, und bis dahin hoffe ich natürlich, dass sich immer mehr Menschen für Virtual Reality begeistern, sich Headsets kaufen, virtuelle Welten entdecken, denn neben virtuellen Meetingräumen oder auch tollen virtuellen Ausstellungsräumen gibt es natürlich auch viele andere spannende Anwendungsmöglichkeiten für Virtual Reality. In diesem Sinne viel Spaß beim Entdecken.